Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trials of Mana. Letzte Folge hat Duran seinen eigenen Vater besiegt, der daraufhin gestorben ist. Ja, bisschen sad gewesen. Und die Folge schauen wir einfach mal, dass wir nicht irgendwelche Tode von irgendwelchen Leuten anschauen, sondern irgendwas Erfolgreiches, Erfreuliches. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich glaube nämlich eher nicht. So, Gegenstände verwenden. Ich möchte meine Gegenstände gerade nicht verwenden. Okay. Dann gehen wir mal da. Oh, da war der Eingang. So, was sagt das Buch? Jetzt haben wir es bestimmt befreit und es wird uns jetzt alle töten. Wer hätte das jemals erwartet? With the strength of Class 4, you may be able to defeat Annis the Witch. No, you must. Now that Annis has awakened, I do not know how or when she will begin sowing chaos. Do not delay. You must go to where Annis is hiding. Ich glaube, die versteckt sich gar nicht, sondern die steht hinter uns. I could sense someone honing in on my presence, but I never expected you, Grand Croix. You pitiful mortals seek to defy me. How quaint. Okay. A diversion from annihilating the planet could be enjoyable. Come, amuse me. Das sieht so aus, als wenn wir da nicht hin sollten. Als wenn da das Böse wartet. Schon wieder. Schön. Haben. Okay, neue Fähigkeit. Alchemistisches Können. Gemeinsame Fähigkeit. Stellt den Kampf alle 5 Sekunden allen binnen 5 MP wieder her. Das hört sich alles nach Fähigkeiten an, die ich echt anlegen sollte. Okay, bin ich jetzt Klasse 4? Oder nicht so? Muss ich noch was tun? Weiß nicht, musst du zur Mana-Göttin und das Ganze mal aufleveln? Weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal zur Mana-Göttin und level mich da auf, würde ich fast sagen. Ja, ich würde die gerne besiegen, aber ich habe das Gefühl, dass wir da erstmal hin müssen, um uns da überhaupt hochzustufen. Weil mit Stufe 3 kommen wir dann scheinbar nicht weiter und scheinbar hätten wir das wohl die ganze Zeit tun können. So, was haben wir denn da noch? Ein Goldsachsamen und wir kriegen eine komische Kerze. Cool. Und da haben wir noch einen Bodensachsamen und es ist ein Daubier. Okay. Mal schauen, was wir noch so finden. Boah, ich hasse die Viecher. Ich weiß nicht mal, ob ich da hin muss und wir rennen da einfach mal hin. Das ist wahrscheinlich schon wieder dämlich genug. Aber wir leveln wohl ein bisschen. Nur weil Flämmchen nicht genau da landen kann, wo ich landen möchte. Okay, besiegt. Okay, wo muss ich hin? Da hinten schon. Boah, muss ich jetzt echt einmal da außen rumrennen? Könnte kotzen. Welche Nutzen den Heiligtum der Göttin davor? Nirgends anders. Bemerkt mich nicht, bemerkt Mist. Ja, ich wollte dann wirklich gerade einfach vorbeirennen. Okay, ich habe einen wahrscheinlich jetzt besiegt. Cool. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwo noch ein zweiter rumrennt. Ah, da hier nirgendwo drauf losgeht, denke ich mal nicht. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Cooles? Für den einen Kaktus verzaub ich. Schon wieder so Assis. Boah, nee. Wenn ich nicht möchte. Rein theoretisch, wenn ich die einfach nicht besiegen möchte. Gibt's denn eine Möglichkeit, außer zu fliehen? So ein Support-Kill, wenn ich die nur böse anschaue oder so? Gehalt. Einfach ein Baby.
Magieschild. Kann die bitte aufhören, irgendwelche Magieschilde zu machen? Ich glaube nämlich, dass sie nichts helfen. Ich denke, dadurch werden wir nur noch anfälliger für Magie. Darf ich das erst vor einmal rumrennen? Ernsthaft? Ja, wo muss ich denn hin? Nee, ich muss jetzt nach unten. Boah, hoffentlich ist es wirklich so, wenn ich jetzt bei dieser Göttin der Mana bin, dass ich da Dinge einsetzen kann und Klasse 4 erreichen kann. Ansonsten wird es echt beschissen. Weil ich bin halt einfach noch nicht Klasse 4. Ich fühle mich nicht mit Klasse 4. Ich fühle mich sehr schwach, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich schwach und verletzlich. Nicht gut. So. Au. Wenigstens steigen die alle bald hoch, vor allem Duran, der ja gegen seinen Vater kämpfen muss. Was ich halt dann auch so ein bisschen bescheuert finde, dass er uns halt jetzt halt sehr viele Level voraus ist. Okay. Und er ist eine Höllenmaschine geworden. Cool. Man wünscht sich ja nichts anderes. So, hier habe ich das Ding weggeballert. Ich will nur Stufe 4 werden und nichts anderes. Okay. Okay, der Ninja-Kobold hat sich in Duran verwandelt. Das ist nicht gut, weil Duran echt krass ist. So. Magieschild, cool. So, wo geht's jetzt hin? Da vorne. Kann ich das eigentlich nicht hier umlegen, dass es wieder normal ist? Muss ich dich nicht. So. Jetzt sind wir bei der Mana-Statue. Beginn. Klasse wechseln. Fangen wir mit Resi. Schauen wir mal. Okay, Meteorit. Eine der höchsten Amazonenklassen. Meteoriten besitzen Ausdauer, Wandes- und Unterstützungsfähigkeiten der Speersterne. Sie stellen den Stützpfeiler dar, der ihre Gruppe zum Sieg führt. Okay, das hoffen wir mal, dass es wirklich so ist. Okay, Klassenangriff 10% wieder her. Mhm. Okay, TP steigt recht stark. Ich glaube, das nehmen wir, oder? Wir hätten das echt in der ganzen Zeit verbessern können. Hey, Errungenschaft freigeschalten. Ultimative Wache. Yay. Haben wir das wieder geschafft? Okay, sie ist einfach... Sie hat jetzt einen goldenen Rubin am Hirn. Das sieht ein bisschen dämlich aus, um ehrlich zu sein. Also ich fand ihr zweites Outfit, glaube ich, am besten. Okay, cool. Zwei neue Fähigkeiten, Platz, egal. Benevedona wurden von den Mana-Steinen eingesperrt. Ja, ich habe die alle besiegt. Schon ein bisschen her. So, dann machen wir gleich mal die Charlotte. Was wird die denn Schönes? Hey, die kann scheinbar noch ein bisschen weiter nach oben, wie das so aussieht. Du kannst den Aussehen aber auch wieder ändern. Das habe ich schon gesehen. Also, das werde ich, glaube ich, auch machen, aber... Okay, Hohe Priesterin. Eine der höchsten Klerikerin-Klasse. Hohe Priesterin besitzt nach Heilkräfte, Oberklerikerin, Unterstützungsmagie einer Seherin. Mit ihren Fähigkeiten verhelfen sie verbunden. Allerlei, okay. Okay, cool. Kaboom. Mach mal, Charlotte. Jetzt wirst du die Hohe Priesterin hier werden. Damit haben wir die Errungenschaft erhalten. Ultimative Klerikerin. Sie sieht aus wie so ein kleiner Chin. Ja, kleiner Chin mit kuscheliger Peitsche. Okay, dann ist jetzt noch als letztes der Duran dann. Ja, die Zwerge, das war auch noch ganz am Anfang. Wisst ihr noch, das war schön. War ich voll gehypt. Duran, das ist so fast schon einen Monat her. Okay. Schauen wir mal, was er jetzt wird. Ich
Berserker. Eine der höchsten Kämpferklassen. Berserker besitzen die Angriffskraft der Duellanten und die Stärke der Schwertmeister. Daher können sie Gegner mit roher Gewalt und verschiedensten Angriffen ausschalten. Erhöht die Angriffskraftverteidigung um 2, wenn normale Angriffe. Okay. Okay, er ist ja der Böse praktisch, weil wir bei ihm auf den dunklen Weg gegangen sind. Ultimativer Schwertkämpfer. Da wird jemanden sein Aussehen auch geändert. Cool. So. Hoppe, Duran wird jetzt halt allen schön auf die Fresse hauen. Okay, dann verteilen wir jetzt erstmal so ein paar Fähigkeiten. So, darf ich ins Menü? Ausrüstende Werte. Und zwar bekommt ihr jetzt gleich mal diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade gekriegt haben. Voll cool sind. Sortieren nach Typ, Kategorie oder Typ, okay. Ich möchte eigentlich das, was wir gerade so gekriegt haben. Wunder der Liebe zum Beispiel. Was war das andere, was wir gekriegt haben? Das hier, glaube ich. Und dann wird natürlich dein Outfit angepasst. So, das ist jetzt Standard. Das finde ich aber kacke. Das ist das Anfangsding gewesen. Das Blaue fand ich, glaube ich, am coolsten. Oder das? Nein, ich finde das Pinke ein bisschen cooler. So, an welchem Ding hier da siehst du, glaube ich, am dämlichsten aus. So, du kriegst natürlich auch so ein paar Dinge. Das war gut. Haben wir noch irgendwas, was ich dir geben will? Mana-Segen. So, und dann noch er. Okay, ja, das sind sehr viele bescheuerte Outfits. Wir nehmen einfach mal das hier. ein Schild hat er keins, ne. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ja komm, nehmen wir mal das Feste, was wir von der Belladonna gekriegt haben. Komm, wir machen hier, dass ihr auch heilen könnt, der Notfall. Okay, damit denke ich mal, sind wir ziemlich krass aufgestellt. Dann speichere ich jetzt nochmal kurz und dann fliegen wir mal zum nächsten Ding, würde ich fast sagen. Jetzt haben wir, wo wir alle Klasse 4 haben. Lämpchen bei Fuß. Oh, meine Zehe tut gerade voll weh. Also ich habe mir, glaube ich, letzte Woche meine Zehe gebrochen und die ganze Woche schon immer. Wenn ich Schuhe an hatte, immer so, boah, das tut irgendwie weh und jetzt gerade auch. Ich habe keine Schuhe an. So, da will ich doch hin. Aus Kämpfen entkommen. Das weiß ich inzwischen schon. Unser Lufti. Fliegt er dagegen an? Er ist viel zu fett, um zu fliegen. Du bist auch übelst krass inzwischen. Oh Gott, jetzt wird wieder irgend so ein sehr anstrengender Tempel, glaube ich, kommen. So, rein da. Mit Luft hier an unserer Seite. Ich fand den Kampf auf Luft hier auch lustig. Das ist so ein bisschen so Zwergendorf-Höllenmusik. Vielleicht auch ein bisschen gepaart mit der Mana-Festung dann am Ende bei Tantalus. Das sieht halt nicht cool aus und ich finde, wir sollten da nicht reingehen. Das ist bestimmt schon wieder irgendein böser Trick. Ey, da ist wieder so ein Dings. Sind da Kaktus-Fratzis? Nein, aber 27 Schatzkisten, Alter. Speichern direkt mal wieder, wenn wir da sind. Okay, siebtes Kapitel. Okay, dazu müssen wir da hinkommen und dann kriegen wir da wahrscheinlich so einen Gnom. Boah, das da unten sieht unschön aus. 64. Mach einfach mal ein Wirbelschwerwind. Wir sollten jetzt eigentlich voll krass sein.
Okay, wir haben gewonnen. Cool. Schön, dass du wieder mal so großartig warst. Aber ich würde einfach mal sagen, für die Leute auf YouTube war es das mit dieser Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Trials of Mana. Bis dahin. Tschüss.